Das soll hier stattfinden. Genau. Das soll hier stattfinden. Okay. Sechs Wochen, wenn das geht, gebe ich eine Runde aus. Das ist einfach nicht zu reinigen, also das geht wirklich gar nicht. Der Schuss ging voll nach hinten los, muss man wirklich so sagen. Das ist zu blauäugig. Hinterher zählst du die Kasse, dann kannst du die Miete nicht bezahlen. Ich würde gerne mit euch jetzt einen realistischen Plan machen. Ihr seid Marketingprofis und ihr müsst natürlich jetzt irgendwann dazu kommen, auch Kochprofis zu werden. Das dauert natürlich viel zu lange, ne? Ja, das ist nicht gut. Selbstständigkeit, der Traum von Millionen, erfolgreiche Realität oder Albtraum. Auch hier in Bonn wird geträumt. Michael Dao, seine Schwester Tiffany und Richard Banzai, die wollen ein Burritos-Restaurant eröffnen. Und was das ist, das erzählen sie mir jetzt. An einer vielbefahrenen Straße in der Innenstadt von Bonn. In der Nähe des Hauptbahnhofs liegt eine ehemalige Musikkneipe, die zum Restaurant umgebaut wird. Hallo, hallo. Hallo. So, da sind die Gründer. Ja. Christian Rach, Sie sind Tiffany. Tiffany Dao. Richard Banzai. Rach Tandau, hallo. Hallo, Christian Rach. So. Michael Tandau ist einer der drei Gründer. Der 33-Jährige arbeitet im Vertrieb und lebt in Bonn. Sein Freund Richard Banzai, 32, ist im Marketing tätig. Er lebt in Wien. Tans jüngere Schwester, die 29-jährige Tiffany Dao, hat Wirtschaftsinformatik studiert und ist die dritte im Gründerteam. Burrito-Restaurant. Die erste Frage, die ich natürlich habe, das soll hier stattfinden. Genau, das soll hier stattfinden. Okay. Das ist die Location. Das ist die Location. Das ist ja noch richtig fette Baustelle. Oh ja. Sie haben geschrieben, Sie wollten eigentlich in zwei Wochen eröffnen. Das war eigentlich der Plan, aber wie man ja sehen kann, ist noch sehr viel Baustelle und es muss noch sehr viel gemacht werden. Daher wird es sich auf jeden Fall noch mal um 2-3 Wochen verzögern. Hier soll in wenigen Wochen ein schickes Fastfood-Restaurant entstehen? Ich bin skeptisch, ob der Zeitplan realistisch ist. Selbst dann, wenn die Gründer richtig Gas geben. Was sind denn Ihre Fragen jetzt an mich? Wo kann ich Sie denn jetzt konkret bei unterstützen? Weil ich kann jetzt hier nicht meine Jacke ausziehen und sagen, komm, lass uns einen Hammer und Meißel nehmen und dann reißen wir die Decke ab. Das war eigentlich der Plan. Das war der Plan, okay, das habe ich mir gedacht. So. Nein, also es gibt viele Dinge, die wir in der Planung vielleicht gar nicht berücksichtigt haben. Und da hoffen wir dann auch auf Ihre Erfahrungen, gerade zum Beispiel in der Küche. Auch die ist noch eine komplette Baustelle. Was ist ein Burrito-Restaurant? Ja, ein Burrito ist ein Weizentortilla mit verschiedenen frischen Zutaten drin. Dazu zählt Reis, dazu zählen frische Bohnen, verschiedene Salsas in verschiedenen Schärfegraden. Und dann ganz wichtig, was nicht fehlen darf, ist die Guacamole. Ganz frisch Avocados, die wir täglich dann auch zweimal machen, die Guacamole. Wo kommt das her, Burrito? Burritos kommen ursprünglich aus Mexiko. Aber ist einer von euch Mexikaner, Mexikanerin? Nein. Grundlage für einen Burrito ist die sogenannte Tortilla, ein mexikanischer Weizenfladen. Nicht fehlen darf die Guacamole, eine Creme aus frischer Avocado. Burrito heißt auf Spanisch übrigens Eselchen. Man vermutet, weil die Teigtasche aussieht wie ein Lastenpaket, wie Esel es tragen. Ich war eben vor 6 Jahren in den USA und da habe ich halt den Burrito an sich kennengelernt und lieben gelernt. Und mein Bruder und ich haben dann einfach zusammen auch gesagt, das wäre was, was auf jeden Fall die Welt braucht. Die Welt, was die Welt braucht, das ist natürlich in großer Satz gelassen ausgesprochen. Und wer macht das Geschäft? Wer macht Burritos?
Wer ist Koch? Koch? Nein. Wir sind Teilhaber, wir unterstützen meine Schwester bei der Idee. Also mein Bruder hat ja auch eine Ausbildung als Koch gemacht und daher kommen auch die Rezepte. Okay. Haben Sie Gastro-Erfahrung? Ich habe ein Jahr lang im Service gearbeitet, okay. Selbst, genau. Gut. Viel Erfahrung haben die drei nicht. Aber das wollen sie mit hoher Motivation ausgleichen. Ich wünsche mir schon lange, selbst was aufzubauen, selbst was erschaffen zu haben und einen eigenen Laden zu führen, ist auf jeden Fall ein großer Traum für mich. Warum mache ich mit bei dem Projekt? Zum einen, weil ich volles Vertrauen in meine Schwester habe, die ja die Idee, ich sag mal, auf Touren gebracht hat. Und weil mein Traum selber ja auch schon immer war, ein Restaurant zu haben. Um zu testen, was die Gründer in der Küche können, geht Christian Rach mit Tiffany und Tandau in dessen Wohnung. Dort wollen sie Burritos machen, so wie sie später im Restaurant verkauft werden sollen. Was soll man tun? Was muss man machen? So, ihr dürft jetzt die Tomaten schneiden. Hier ist Tiffany und ich, oder genau. Was? Und was macht der Meister? Die zwei, ich kümmere mich jetzt um die Guacamole. Und ihr kümmert euch um die Tomaten, um die Zwiebeln. Koriander hole ich euch jetzt noch dazu. Jacke, genau. Hier, ich hole euch jetzt mal die Messer. So, und wie immer, ich sag's immer wieder, was Mama, und wichtig, essen, genau, ne? Vorher Hände waschen. Die Zwiebeln, die können wir, ich sag mal, vierteln. Und die werden wir dann in den Mixer klein machen. Warum? Die müssen wir jetzt nicht schneiden, es geht schneller. Aber das Ergebnis ist natürlich immer was ganz anderes. Das ist genauso, wenn man Hackfleisch durch einen Mixer haut, hast du auch Hackfleisch, aber schmeckt scheiße auf Deutsch gesagt. Okay. Hackfleisch mit dem Messer selber hergestellt und so wie es vom Wort her kommt, gehackt, eigentlich mit dem großen Schlagmesser, ist ein unvergleichlich besseres Ergebnis. Das heißt also, Zwiebeln gemixt, entsteht ein Zwiebelpüree, der das Ganze scharf und eigentlich sehr dominant macht. Eine Zwiebel fein geschnitten und zum Beispiel dann einmal mit heißem Wasser abgegossen, nimmt die Schärfe weg und macht die Zwiebel viel angenehmer. Okay. Ja? Dann machen wir das auf den Weg. Das ist nur ein Vorschlag, guter Hinweis, weil es geht darum, ihr seid ja keine Profis, ihr seid Marketing-Profis und ihr müsst natürlich jetzt irgendwann dazu kommen, auch Kochprofis zu werden. Mhm. Und bevor die Kochprofis dann bei euch Einzug halten müssen, ist es besser, wir üben das von Anfang an. Ja? Perfekt. Okay. Super. Koriander ist ein wichtiger Bestandteil der Füllung, genau wie Tomate und Avocado. Aber die richtigen Zutaten alleine reichen nicht. Auch Kochwissen ist gefragt. Warum soll das weggeschmissen werden? Koriander hat einen unglaublich tollen Geschmack in den Stielen. Mhm. Ihr dürft doch nicht die Korianderstiele wegschmeißen. Erstens, das schmeckt gut, es ist saftig hinterher und es spart auch viel Geld, weil ihr habt ja nochmal 50% mehr Ausbeute. Ja, das ist wohl wahr. So. Ganz wichtig ist natürlich für euch auch in eurer zukünftigen Firma kein Haushaltsbesteck. Ja? Ja. Weil das hier ist alles Spielkram. Damit kannst du zwar jemand erstechen, aber schneiden kannst du nichts. Ja? Ja. Mhm. Ja. Und so sieht ein Burrito der Gründer aus. Bohnen, Salat, Reis, Fleisch, Guacamole und verschiedene Soßen. Zusammengerollt in einer Teigtasche. Das Ganze wiegt am Ende etwa 300 Gramm und soll 7,50 Euro kosten. Aber schmeckt es denn auch? Also erster Bissen, viel Koriander. Die Menge an Teig muss man echt kontrollieren und reduzieren. So ganz überzeugt mich das Konzept, nur Burritos anzubieten, noch nicht. Monothematisches Angebot beim Essen. Weiß ich nicht, ob die Leute das so machen. Die großen Burgerketten, die Bug Factories und wie sie alle heißen, bieten natürlich nicht nur eine Sache an, sondern da hast du eine Auswahl von 15, 16, 17 Sachen. Mhm. Und wenn ich aber nur eine Auswahl habe und nur entscheiden kann, gebe ich noch Avocado dazu oder ein bisschen mehr Mais, reicht das, um zu sagen, da stehen die Leute mittags Schlange. Also ist ja auch so, dass wir schon innerhalb des Produkts ein bisschen Varianzmöglichkeit haben. Ja, wir haben ja verschiedene Fleischsorten, wir haben auch die vegetarische Variante. Also das schmeckt dann ja auch schon anders. Mhm. Also es ist nicht so, dass jetzt wirklich ein Burrito dann gleich schmeckt mit den verschiedenen Fleischsorten auch und die verschiedenen Salsas. Also man kann schon variieren. Es wird die Herausforderung auch, dass die Leute das annehmen als Produkt, als Essensmöglichkeit, sage ich mal. Das stimmt. Ihr denkt ja gleich an mehrere Läden. An Expansion. Mhm.
Wie soll denn euer Laden von innen aussehen? Wir arbeiten da mit zwei Leuten zusammen, die auch ein bisschen künstlerisch unterwegs sind und die beraten uns da und unterstützen uns da auch mit Möbeln. Kann ich da schon was sehen? Ja, da können wir gerne hinfahren. Die geplante Restaurantkette soll komplett im Industrielook eingerichtet werden. Dabei setzen die Gründer auf eine Mischung aus alten Schätzchen, Einzelstücken mit Charakter und neuen Sonderanfertigungen. Der Tisch, der ist vor 14 Tagen entstanden, ist Holz ca. 3 bis 350 Jahre alt, aus Süddeutschland. Wenn ich jetzt sehe, es werden Tische extra gebaut aus alter Eiche. Es werden alte Möbel hingestellt und sonstiges und alles individuell gefertigt. Dann komme ich nicht umhin, an Geld zu denken. Was kostet die Einrichtung? Ja, also wir haben uns mit Annie und Chris bei dem ersten Laden jetzt auf eine komplette Pauschale geeinigt. Mhm. Und da versuchen wir, die Pauschale dann auch entsprechend zu treffen. Mhm. Wie hoch ist das? Ja, wir liegen hier jetzt bei knapp 20.000. Okay. 20.000 für gute Stühle und gastronomietauglich Sachen. Die Belastung darf man nicht unterschätzen, die so ein Stuhl oder so ein Tisch hat. Das ist nicht vergleichbar mit Haushaltsnummern, ja. Aber absolut. Top-Ausstattung, sage ich. Das ist sehr individuell, so einrichten, ja? Perfekt. Also, danke, dass wir da noch kommen durften, ja? Gut. Das Mobiliar kostet 20.000 Euro. Dazu kommen 60.000 für Küche und Tresen, 30.000 für Renovierungen, insgesamt also 110.000 Euro, wenn alles nach Plan läuft. Wir haben noch die ein oder andere Hintertür, ja, dass wir sagen, gut, da haben wir noch Möglichkeiten, über Investoren auch Geld weiter zu bekommen. Aber wir haben schon so kalkuliert von Anfang an, dass wir sagen, ja, mit dem Geld müssen wir auskommen. Ja. Genau. Moin, moin. Da ist ja richtig Aktion gerade. Ja. So. Tut sich was. Also die ganze Fassade hier kommt ja weg, genau. Dann kommen die neuen Fenster rein. Das schafft ihr alles heute? Das müsst ihr heute schaffen. Das müsst ihr heute schaffen. Strahlen hier, guck mal, dreimal strahlen. So, könnt ihr jetzt schon mal so eine Planung machen, die ein bisschen belastbar ist? Wir werden in circa 6 Wochen dann wirklich also die Eröffnung anpeilen. Okay. Das ist der Plan. Das ist sportlich, 6 Wochen, sag ich mal aus meiner Erfahrung. Ja. Das ist sportlich. Dann bin ich gespannt. Ich auch. Das sind wir alle. Die Mitarbeiter der Baufirma geben alles und reißen die Fassade in Rekordgeschwindigkeit ab. Trotzdem erscheint mir die Planung der Gründer zu optimistisch zu sein. Wenn ihr gerade da drin verhackstückt habt, 6 Wochen, dann sage ich, wenn das geht, gebe ich eine Runde aus. Da könnt ihr mich beim Wort nehmen. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir aber kochen. Die drei Gründer nehmen Christian Rach mit in das Restaurant eines Bekannten. Hier sind sie mit ihrem zukünftigen Koch Louis verabredet. Louis Olivares, 44 Jahre, stammt aus Mexiko. Christian Rach, hallo. Louis. Louis. Louis, you are a chef? Ja, for today. Sprechen Sie Deutsch? Ich spreche ein bisschen Deutsch, okay. Ja. Louis kommt aus Mexiko, hat eine Zeit lang in Texas gewohnt und beherrscht Muttis mexikanische Küche. Ja. Okay. Ja. Und Louis soll euer Mitarbeiter werden, um zu starten? Genau. Okay. Während Louis kocht, machen sich Christian Rach und die Gründer an die Personalplanung für das Burrito-Restaurant. Das größte Problem im Gastgewerbe ist das Personalproblem. Immer weniger junge Leute sind bereit, eine Ausbildung zu machen in dem Metier. Immer schneller ist die Fluktuation und immer weniger qualifizierte Mitarbeiter wird es geben. Das Wort selbstständig bedeutet in dem Zusammenhang für euch, ihr seid selbst und immer da. Das hatten sich die drei anders vorgestellt. Richard will in Wien bleiben. Tan weiter Vollzeit arbeiten. Vor Ort ist nur Tiffany. Und Louis. Der allerdings muss noch an seiner Geschwindigkeit arbeiten.
Wie lange brauchst du noch? For the chicken is, I think it's 45 minutes. I had the problems with the It's not getting hot enough. Yeah. Luis ist ein ganzer Kerl. Die Frage ist, kann er die Geschwindigkeit auch wirklich bringen, die ihr braucht? Dann glaube ich, ist es wichtig, dass Luis Praxis lernt. Ja. Das heißt, es wäre wunderbar, ihn an irgendeiner Stelle zu trainieren. Schnell schneiden, sauber schneiden, wie gehen die Arbeitsprozesse und so weiter und so fort. Weil wenn er es aus Familientradition heraus gemacht hat, ist es eine wunderbare Grundlage, reicht aber nicht für den Alltag. Richtig. So, das bitte muss einmal neu gemacht werden. Oha! So. Ich werde euch jetzt verzaubern. Sehr schön. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Es gibt hausgemachte Tacos. Das sind kleine Fladen aus Mais oder Weizen, gefüllt mit Hühnerfleisch und verschiedenen Soßen. Typisch mexikanische Küche. Gut. Ja, geschmacklich gut. Aber ob das wirklich massentauglich ist, das ist die Frage. Sehr sympathische, tolle Gründer. Gutes Konzept, nette Ideen, aber die Realität, die wird die drei da drin noch einholen und ich bin gespannt, wie sich's entwickelt. 3 Wochen später kommt Christian Rach zurück nach Bonn. Das Restaurant? Immer noch eine Baustelle. Eigentlich hätten die Gründer vor 3 Tagen eröffnen müssen. Darauf hatten sie sogar mit Christian Rach gewettet. Diese Wette geht verloren. Hallo. Tiffany, guten Morgen. Hallo. Morgen. Morgen. So, ich habe die Wette gewonnen, ne? Ja, leider. Das meine ich jetzt gar nicht siegesicher. Ich wäre natürlich ganz froh gewesen, ihr hättet den Termin vor 3 Tagen halten können. Aber jetzt, wenn ich mir hier umgucke, es ist ja noch wüste Baustelle. Was ist passiert? Hat die Bauleitung versagt oder was ist los? Also wir hatten jetzt natürlich doch einige Probleme, die jetzt nicht so in unseren Zeitplan reinpassen. Also wir haben zum Beispiel jetzt den Boden, was uns stark zurückgeworfen hat. Was ist damit? Der Boden ist extrem rau geworden, was halt nicht, das ist einfach nicht zu reinigen. Also das geht wirklich gar nicht. Man sieht auch hier überall Wasserflecken auf dem Boden, wenn man versucht, mit Wasser zu reinigen. Der Boden ist so rau, dass jeder Putzschwamm sofort aufreißt. Also da haben wir auch gesagt, es ist einfach nicht möglich, diesen Boden im Gastraum so zu lassen. Und dadurch verlieren wir halt jetzt wieder Zeit, weil das komplett neu gemacht werden muss und dann eben wieder trocknen muss. Heißt, wir können auch noch mit dem Einrichten gar nicht starten, was wir eigentlich schon machen wollten. Der Betonboden muss noch einmal von Grund auf überarbeitet werden und anschließend mehrere Tage trocknen. Die Gründer kommen in Zeitnot. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Ja. Das sieht nicht nur so aus, als wäre der Boden nicht fertig, sondern die Lampen, die Wände, da sind noch die Kabelkanäle offen. Das hier wird der Ausgabedresen. Das sieht alles noch sehr rudimentär aus, ne? Grundlage war erstmal der Boden natürlich, weil die Inneneinrichtung, also Leuchten, kommen erst mit der Inneneinrichtung. Und die können natürlich erst kommen, wenn der Boden fertig ist. Also es ist halt schon grundlegend. Stattdessen haben jetzt die Leute natürlich schon mal angefangen mit der Küche, alles anzuschließen und so weiter. Wir können auch gerne mal rübergehen, genau. Also da sind wir jetzt dafür schon ziemlich weit und hoffen natürlich, dass wir da jetzt ein bisschen Ausgleich schaffen können. Aber auch in der Küche ist längst nicht alles so, wie es sein sollte. Der Ventilator der Dunstabzugshaube funktioniert nicht. Und das ist nicht das einzige Problem. Nun kommen Reklamationen. Wie kommt ihr damit klar? Also wir sind halt echt froh, dass wir von Anfang an auch schon für den Vertrag einen Anwalt zugezogen haben, der uns da auch beraten hat. Zum Beispiel solche Themen, wer zahlt was? Ja? Also wirklich die Abgrenzung zu schaffen, wer muss welche Baumaßnahmen bezahlen. Weil im Nachgang, wenn es Probleme gibt, dann hat man halt sonst nichts. Ja. Viele, viele Gründer gehen leider viel zu optimistisch an den echten Gründungstermin heran. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einem Altbau ist, wie hier, kommen viele, viele Unabwägbarkeiten hinzu, die erstens Zeit fressen und zweitens vor allen Dingen ganz viel Geld kosten. Und die beiden, eigentlich sind es ja 3, die haben das natürlich ganz schlau schon
im Vorfeld geregelt, dass sie die Dinge so rechtlich abgeklärt haben, dass eben nicht das Fiasko kommt, und sie haben finanzielle Reserven geschaffen, um Eventualitäten abzumildern. Und das kann man nur jedem Gründer genauso empfehlen. Klar, das Gefühl war in dem Moment nicht gut, immer im Hinterkopf auch zu haben, wir haben noch eine weitere finanzielle Belastung dadurch, die Umsätze fallen aus, wir haben schon Mitarbeiter eingestellt, die wir auch bezahlen müssen. Ich würde gerne mit euch jetzt einen realistischen Plan machen. Ich möchte nicht eine zweite Wette eingehen, sondern nur sagen, ja, das gilt. Okay? Ja. Genau. Diesmal planen die Gründer mit ausreichend Luft. Der neue Eröffnungstermin ist erst in 3 Wochen. Dann muss es aber auch klappen. Denn die ersten Einnahmen, die müssen jetzt reinkommen. Irgendwann fängt natürlich an, die gesamte Nummer echt teuer zu werden. Man muss dann entscheiden und sagen, das ist der definitive Tag der Eröffnung. Ab diesem Tag kommt hoffentlich Geld in die Kasse. Aber viele, viele Gründer planen viel zu eng und haben hinterher überhaupt keinen Puffer, um mit solchen Bauverzögerungen klarzukommen. Und dann ist irgendwann der Knickbruch schon vorprogrammiert. 3 Wochen später ist Christian Rach wieder in Bonn. Bis zur geplanten Eröffnung sind es jetzt noch 2 Tage. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr zu machen. Oh, oh, oh. Was lange währt, wird endlich gut. Ich dachte, es ist fertig. Noch nicht ganz. Soll ich was sagen schon aus? Wir warten. Ja, ihr wartet. Nein, ja, toll, ich kann auch noch nichts sehen. Ja, schön, toll. Am Verkaufstresen wird noch gearbeitet. Den Rest ihres Ladens haben die 3 Gründer mit Liebe zum Detail eingerichtet. Über 10.000 Euro zusätzliche Kosten haben die Bauverzögerungen verursacht. Doch der Boden ist endlich fertig. Wie geht's euch denn jetzt von dem ersten Gedanken der Gründung? Irgendwann mal so hurra und zacki zack und dann den Laden finden, bis heute so 3,5 Minuten vor der Eröffnung. Also so wie es jetzt ist, haben wir es uns, glaube ich, nicht vorgestellt. Ich meine, jetzt ehrlich gesagt, wo alles schon so steht, kommt es mir voll weit entfernt vor, dass alles noch so eine Baustelle war. Aber das ist ja wirklich, eigentlich reden wir von vor einer Woche oder so, ja, ja, dass hier wirklich auch noch Baustelle war. Ich glaube, es wird ein tolles Gefühl, wenn wirklich die ersten Gäste kommen und dann ihr hättet Essen ihr euch das so kompliziert und so anstrengend vorgestellt? Ja, also man muss auch ganz offen und ehrlich dazu sagen, der Plan war eigentlich so, dass wir nichts mit dem Bau zu tun gehabt hätten, unsere Wünsche geäußert, fertig. Aber der Schuss ging voll nach hinten los, muss man wirklich so sagen. Wenn Tiffany nicht da gewesen wäre, mit in der Bauleitung mitgearbeitet hätte, dann wären wir heute noch nicht hier, wo wir sind. An sich ist es halt wirklich so, man muss sich um alles selber kümmern, wenn man möchte, dass es so wird, wie man will. So ist es. Das geht natürlich ganz, ganz vielen Gründern so. Ohne Eigenleistung, ohne eigene Arbeit wirklich mit den Händen anzupacken, wird die Gründung nichts, wenn man nicht multinationaler Konzern ist und Geld ohne Ende hat. Das heißt, wenn man so startet, wie die meisten Gründer ja starten in Deutschland, wie ihr Paradebeispiel seid, muss man Gas geben. Ja. Man behält den Job. Was macht man nach dem Job? Sich nicht um Frauen und Kinder kümmern, sondern man muss hierher. In der Küche laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung. Neben dem Mexikaner Luis haben die 3 Gründer einen weiteren Koch eingestellt. Jonathan Lopez Schmidt ist 25 Jahre alt und arbeitet seit 3 Jahren in der Gastronomie. Jonathan soll mit Luis ein Team bilden. Doch trotz dieser Unterstützung machen mir die Abläufe in der Küche echt Sorgen. Aber das dauert natürlich viel zu lange, ne? Was? Ja, Tortillas. Tortillas, nicht so lange. Normalerweise ist es 2-3 Minuten ist fertig. Normal. Naja, ich meine nur, wenn ihr jetzt 500 Tortillas so backen müsst. Ja. Das ist nicht gut. Die Gründer wollen täglich über 100 Tacos und Burritos verkaufen. Und das Ganze als Fastfood auch zum Mitnehmen. Aber in dem Tempo wird das nichts.
Wollt ihr das immer so machen? Ja, so ist jetzt so geplant. Die Tacos, die sind ja, ist ja das on top. Und das machen wir dann morgens. Ich meine, Luis wird da sicherlich auch noch schneller. Ich habe es jetzt auch schon mal getestet. Da kann man die ganze Platte voll machen, nach und nach. Und dann wird morgens produziert. Und dann Tomaten so schneiden wie jetzt hier. Mein lieber Mann, da werdet ihr mit nichts fertig. Die Abläufe in der Küche sind viel zu langsam. Ich fürchte, so lässt sich schnelles Essen im großen Stil nicht produzieren. Ganz unaufwendig dagegen ist das Geschirr. Das ist alles, was an Geschirr dann da ist? Oder was habt ihr noch anderes an? Nein, das ist alles an Geschirr. Also wir haben noch Gläser für die Margaritas. Okay. Und die Weggläser für die Getränke, wenn es gewünscht ist. Aber wir haben uns dafür entschieden, weil einfach beim Burrito, dadurch, dass viel Saft und Soße mit drin ist und die Salsas, doch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man auch mal was raustropft. Also ich bin ganz ehrlich, okay. Man muss gucken, wie es aussieht, wenn es voll ist. Mhm. Ansonsten könnte es auch eine Hundeschüssel sein, ne? Eine was? Eine Hundeschüssel. Der nächste Abend. Das Burrito Rico ist fertig und wartet auf die ersten Gäste. Heute haben Tan, Tiffany und Richard aber erst einmal Freunde eingeladen. Zum Probeessen. Willkommen erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. Wie ihr wisst, werden wir bald eröffnen. Und heute seid ihr ja auch da, um nicht nur um Essen zu testen, sondern damit wir auch ein bisschen üben können. Seid bitte heute Abend nicht streng, aber kritisch. Wenn ihr was am Geschmack zu sagen habt oder sonst was, einfach merken und dann gleich mit den dreien drüber sprechen, damit das verbessert werden kann. Weil das ist der Sinn und der Zweck von Probeessen, Proben, Proben, Proben. So, los geht's. Richard und Tan rollen die Burritos nach den Wünschen ihrer Gäste. Jetzt wird klar, dass das im täglichen Geschäft schnell gehen muss. Stolz sind sie trotzdem. Sehr gut. Sehr lecker. Kommt. Also es war schon toll, als wir mit den Freunden diese Voreröffnung sozusagen hatten, wo dann alle schon richtig bestellt haben und ihren Burrito gegessen haben. Das war schon ein schönes Gefühl. Die Freunde der Gründer sind aufmerksam, aber natürlich wohlwollend. Ich weiß aber, Verbesserungspotenzial gibt es immer. Wie sind die ersten Eindrücke? Lecker. Ja? Und noch eine wichtige Frage. Der Laden, so wie er jetzt ist, ist das ein im positiven Sinne des Wortes ein Fast-Food-Laden, also Schnellessladen, oder ist es ein gemütlich Bleibladen? Ich bin mir auch mit dem Laptop oder zum Studieren, zum Arbeiten, glaube ich, ist das auch eine sehr schöne Atmosphäre, aber man inspiriert auch. Das habe ich genauso den dreien gesagt. Mit der Gefahr darauf hingewiesen, dass kein Umsatz dann gemacht wird. Sie haben das gerade wunderbar jetzt nicht besser formulieren können. Weil es ist zu schön eigentlich. Man, klar, jetzt haben wir gut gegessen, Espresso, holst den Laptop raus. Es wird eine halbe Stunde mal noch ein bisschen was gearbeitet. Und man blockiert natürlich in der Zeit den Tisch. Ne? Das heißt also, die Aufgabe ist, wie könnte man noch mehr Umsatz generieren, ohne dass es den Anschein hat, es wird teuer. Um gut zu wirtschaften, brauchen die Gründer einen sogenannten Durchschnittsbon von 9 Euro. Durchschnittsbon ist das Geld, das ein Gast pro Besuch im Restaurant lässt. Also zum Beispiel einen Burrito à 7,50 Euro plus Getränk. Und das brauchen die Gründer 100 Mal am Tag. Jetzt, kurz vor der Eröffnung, muss jede Sekunde genutzt werden. Tiffany macht noch Fotos für die Website. Genau, kannst einfach mal hier drauflegen. Die Eröffnung des Burrito Rico nähert sich jetzt nun. Das große Finale steht davor. Was bleibt zu tun? Werbung, ganz wichtiger Teil heute. Man kann kein Geschäft gründen, kein Geschäft eröffnen ohne Werbung. Da ist Tiffany gerade dran, da ist Richard da dran. Und morgen Personalschulung. Und dann geht's richtig los. Toll. Super, Jungs. Freue mich drauf. Am nächsten Morgen. Die Gemüselieferung ist schon da. Und die neuen Servicekräfte sind auch pünktlich.
Tiffany erklärt ihnen Angebot und Abläufe. Schönen guten Tag, haben Sie schon geöffnet? Noch nicht. Auch noch nicht alle Speisen da. Das heißt, ich kann noch gar keinen Burrito haben. 10 Minuten. In 10 Minuten, okay. Ich habe gerade eine Idee, wie man vielleicht noch ein weiteres Angebot macht, was ein bisschen arbeitsintensiver ist. Aber nur als Idee, können wir wieder verwerfen. Wenn ihr mit einverstanden seid, bin ich eine halbe Stunde weg und komme gleich wieder und wir probieren mal was aus. In der Zeit könnt ihr üben und vielleicht ist dann auch alles hier fertig, ja? Klar. Okay? Perfekt. Super, bis gleich. Bis gleich. Vielleicht ist es ja echt eine richtig gute Idee, all diese kleinen Köstlichkeiten in kleinen Schälchen als Puerto Rico Menü anzubieten. Ich guck mal, ob ich ein bisschen was besorgen kann und dann führe ich das denen mal gleich vor. Wenn man ein Restaurant hat, sollte man immer wieder über neue Angebote und Präsentationsformen nachdenken. Ich möchte den Gründern das mal an einem Beispiel zeigen. Jungs und Mädels, ich will euch mal was zeigen. Kommt mal mit. Ihr habt so schöne Sachen hier. Nur mal als Idee. Man serviert die ganzen Zutaten auch einzeln als kleines Menü. Die Leute sitzen zusammen am Tisch. Setz dich mal hin. Mutter, steht noch ein Stuhl. Ja. Und man sitzt da und hat das alles, wie im Orient sagt man Metze, bei den Spaniern sagt man Tapas oder sonst was dazu. Und du bietest einfach, vielleicht abends, ein Puerto Rico Menü an. So. Und dafür nimmst du rechnerisch mehr Geld, weil du hast einen größeren Aufwand dafür. Aber die Leute bleiben länger und die Leute trinken mehr. Das ist so toll, was ihr hier macht. Ich habe nur das Gefühl, was ich gestern betont habe, es ist eigentlich zu schön. Mhm. Ja, ich habe das gesagt, ich habe mal einen Kaffee gehabt auf der Elbe. Die Leute wollten gar nicht weg, die Sonne geht unter und dann sitzen die da und trinken 3 Stunden einen Latte Macchiato. Das ist toll für den Gast, das ist super, aber hinterher zählst du die Kasse, dann kannst du die Miete nicht bezahlen. Mhm. Und nochmal, um ihr Restaurant wirtschaftlich zu betreiben, müssen die 3 Gründer im Schnitt 1000 Euro täglich umsetzen. Das sind mindestens 100 Burritos plus Getränk. Eine ganz schöne Verantwortung. Der Laden ist richtig schön geworden, die Küche steht. Ein paar Kleinigkeiten müssen noch zu Ende gebracht werden. Aber morgen ist der große Tag. Und der wird meines Erachtens richtigerweise nicht gefeiert, sondern ein leichtes, einfaches Eröffnen, einfach Tür aufmachen ohne großes Fest. Weil die Baustellen, die da noch passieren können, man hört es gerade, die sind noch enorm. Und endlich ist es soweit. Am Morgen des Eröffnungstags herrscht Hochbetrieb in der Küche und auf der Facebook-Seite des Restaurants, für die Richard zuständig ist. Alle sind mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Sechs Wochen nach dem geplanten Eröffnungstermin ist es heute endlich soweit. Soft Opening ohne große Party, absolut richtig. Puerto Rico ist am Start. Guten Morgen. Morgen. Hi. Morgen. Wie geht es euch? Bisschen gestresst, aber gut. Ja, wie lange wart ihr denn gestern da? Halb drei? Halb drei. Ja. Ich glaube, um 2:30, 3 lagen wir dann irgendwann im Bett. Genau. Und seit wann heute Morgen wieder hier? Heute Morgen seit kurz nach 8. Kurze Nacht, aber immerhin haben wir alles geschafft. In ein paar Minuten geht's los. Mhm. Wie fühlt ihr euch? Gestresst. Ja, also gerade wirklich noch gestresst, aufgeregt. Ich drücke euch erstmal die Daumen, dass euer Traum mit realem, freudigem Leben erfüllt wird. Ja? So, auf in den letzten Schritt. Ja, ja, genau. Danke. Wenig später ist alles vorbereitet. Bei einem sogenannten Soft Opening öffnet man einfach die Türen ohne großes Tamtam. Bis jetzt gehen die Menschen aber noch einfach vorbei. Ich bin genauso gespannt wie unsere 3 Gründer. Es ist wunderschön geworden, das gesamte Puerto Rico. Das hat echt Stil, das hat eine Nische in der Ausstattung. Aber ob das konzeptionell auch dann reicht, das wird sich jetzt zeigen. Hi.
Wollt ihr unsere ersten Kunden werden? Ja, dann kommt mal rein. Sehr cool, dann freuen wir uns. Ja, klar. Seit heute, ja genau, wir machen Soft Opening. Bitte, Nachtrag. Richards Idee, die Kunden draußen anzusprechen, war genau richtig. Kaum sind die ersten Gäste im Restaurant, kommen andere nach. Mittags um 1 ist es schließlich richtig voll. Darf ich Sie fragen? Schmeckt es Ihnen? Ja? Erstes Trinkgeld. Ganz frische Avocado. Wie ist euer erster Eindruck jetzt? Ja, war jetzt viel los kurz und ja, ich habe mir eigentlich ein ganz anderes System überlegt gehabt. Meine Idee war, die Leute viel mehr einzuführen in der ganzen Geschichte, aber wenn so viele dastehen, dann muss das ratzfatz gehen. Aber ging es ratzfatz? Ja, ich glaube, wir können noch schneller. Ich glaube, für den Anfang waren wir okay unterschätzt. Ich habe auch schon gefragt, sind alle sehr zufrieden und finden das ganz großartig. Kriegen wir hin. Aber du warst manchmal ganz schön am Schwitzen. Ja, ne? Ja, stimmt. Absolut richtig. Was mache ich jetzt? Ich hoffe, eine Burrito probieren. Ja, ich komme auf die andere Seite und bestelle mir ganz offiziell eine Burrito, okay? Alles klar, cool. Das war heute die Geburtsstunde des Burrito Rico. Die Schwangerschaft mit allen Höhen und Tiefen haben sie hinter sich gebracht. Aber jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und ob der Ernst wirklich groß und stark wird, das schaue ich mir in ein paar Wochen wieder an. Und das erzähle ich natürlich auch Ihnen. Schmeckt gut. Vor fast 2 Monaten wurde hier in Bonn das Burrito Rico eröffnet. Wie läuft es? Wer arbeitet? Ist das Konzept aufgegangen? Alles ganz spannende Fragen, die jetzt stellen wir. Oh, da sitzen Sie ja, die Helden. Dann. Hallo. Na, wie geht's? Schön. Jonathan, dann hätten wir gleich die Tasche schon hin. Ja, ja, schön, dass Sie wieder da sind. Da bin ich wieder. Wie geht's euch? Ja, was macht das Geschäft? Ja, uns geht's wirklich gut. Also ja? Tiffany ist ja hier durchgehend da auch. Ist sie auch da? Die ist auch da, die ist vorne an der Theke jetzt gerade. Okay, bisschen Zeit? Ja. Können wir ein bisschen sprechen? Aber, ja, können wir. Schönen guten Tag. Hallo. Tiffany, hi. Wie geht's? Gut geht's. Und selbst? Ja, auch sehr gut. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Was sehr gut genau bedeutet, das sollen die beiden mir jetzt mal erzählen. Die Atmosphäre ist großartig, das Essen schmeckt und Gäste sind schon viele da. Tiffany, von der Bauleitung zur Geschäftsleitung. Ja, war ein großer Schritt auf jeden Fall. Ich glaube, seit ich die Geschäftsleitung habe, habe ich ein bisschen mehr Schlaf. Aber auf jeden Fall ist viel passiert jetzt die letzten 2 Monate, seit wir offen haben. Viel gearbeitet auf jeden Fall. Also es gab fast keinen Tag, an dem ich nicht da war. Und inzwischen läuft es echt gut. Unser Ziel war es, am Tag 100 Burritos zu verkaufen. Und das haben wir auch relativ schnell getoppt. Also wir liegen Stand jetzt im Bereich 150 im Schnitt am Tag. Wo ist Richard? Richard ist gerade im Urlaub in San Francisco und holt sich Inspiration. Burrito-Schule, oder was? Genau, ja. Burritos, Tacos. Und dann kommt er mit so einer Latte neuen Rezepten an, oder? Ja. Er schickt ständig Fotos rüber. Genau, Taco al Pastor. Genau, ja. Okay. Wer ist in der Küche? In der Küche ist der Igor, der ist Küchenchef. Den haben wir neu eingestellt. Aus Luis. Luis war doch Küchenchef. Luis ist nicht mehr bei uns. Ja, mussten uns halt voneinander trennen, weil es halt leider nicht so gut funktioniert. Was waren die Probleme mit Luis? Also an sich, zwischenmenschlich, gab es überhaupt nie Probleme. Also das war alles in Ordnung, wir mochten ihn ja auch gerne. War aber einfach so, dass es halt nicht so gut gepasst hat. Ich denke, das liegt auch daran, dass er halt noch nicht die Erfahrung in der Küche hatte. Und ja, es hat man einfach festgestellt, dass es halt leider ein bisschen langsam manchmal war und das halt auch geschmacklich vielleicht manchmal nicht so gepasst hat. Stattdessen ist Igor im Burrito Rico. Und das ist nicht die einzige Neuerung in der Küche. Oh, ein neues Gesicht hier. So, ja, stell ich mal vor. Ja, Jonathan, wir haben ja schon
Nochmal. Hallo. So, das ist Igor, unser Küchenchef. Ah, Küchenchef. Hallo Igor, Christian Rach. Igor, Christian Rach. So, was macht ihr gerade? Ja, und ich glaube, wir vorbereiten Tomaten für Schneidemaschine, für Tomatensalsa. Das ist jetzt so eine der Rationalisierungsmaßnahmen, die wir gerade durchführen, dass wir sagen, die Tomaten müssen nicht mehr jeden Morgen von Hand geschnitten werden. Das kostet immer 1,5 bis 2 Stunden. Da sind die Tomaten in 0, nichts geschnitten, werden reingemacht. Und, boah, das ist ja scharf, ja, wie das Hulle. Ist super scharf, ja. Das ist ja genau. Scharf wie Hulle. Aber wir brauchen so mit den Tomaten täglich nur noch 15 Minuten. Und das ist natürlich Wahnsinn. Das würde ich gerne einmal sehen. Kannst du mir das mal zeigen? Was genau. Ist das? Tomaten rein, voll machen, probieren mit der Schere an. Wahnsinn. Die Tomaten sind. Jungs, danke. Vor allen Dingen danke für eine saubere Küche. Ja? Toll. Danke. Wenn ich das jetzt so sehe, was hier los ist, ist ja echt beeindruckend. Die Leute stehen jetzt gerade Schlange. Es ist ein normaler, einfacher Wochentag. Wo geht die Reise hin? Ja, also hoffentlich zu mehr Läden und noch mehr Menschen, die Schlange stehen. Mehr Läden? So. Hallo. Guten Abend. Hi. Hallo. Ja, hallo. Das ist Hanna, genau. Ich bin Hanna. Neue Filialleiterin. Filialleiterin. Genau. Das heißt, Sie übernehmen den Laden hier. Und Tiffany macht Urlaub? Genau, ich fahre einen Urlaub. Nee, natürlich nicht. Also ich werde mich jetzt umschauen, schon gezielt nach weiteren Läden. Macht dir deine Schwester Angst? Ich bin beeindruckt. Also ich kann nur sagen, das, was ich hier gerade sehe, das beeindruckt mich, wie ihr das gemacht habt. Diese Baustelle, die war einfach gigantisch. Eine kleine Bauleitung, Betten verloren und trotzdem den Laden zum Erfolg geführt. Das finde ich großartig. Ich kann nur sagen, so gründet man mit allen Höhen und Tiefen. Und das Burrito Rico, das ist auf dem richtigen Weg. Es werden sogar neue Filialen geplant. Expansion, anstatt klein zu bleiben. Großartiger Schluss. Wunderbar. Toll gemacht, Tiffany. Vielen Dank. Super. Ich sage jetzt Tiffany. Danke. Richard grüßt ihr. Und Ihnen wünsche ich viel Glück, dass Danke Sie das schön. Machen. Ja? Also, vielen Dank. Weiter so. Ciao, mein Lieber. Danke. Ciao, tschüss. Ciao. Danke. Kommen Sie denn aus dem Metier? Sind Sie Gastronom? Nein. Ein ganz harter Fall. Das jetzt mit kalten Nudeln? Gesund ja, lecker nein. Okay. Nee, hier hin. Wird die Behörde sofort nein sagen? Wirklich? Gibt's eine Lösung schon? Nein. 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 Rach und die Restaurantgründer. Nächsten Dienstag, 20:15 Uhr.